absehbar war, dass wahrscheinlich diese Strecke gefährdet ist. Und im Grunde genommen das Wichtigste ist eigentlich, dass wir jetzt alles unternehmen, damit diese Strecke in nächster Zeit nicht abgebaut wird. Und ich war selber überrascht, dass das, ich weiß nicht, wer mit der Geschichte nicht vertraut ist, wer wirklich, ich habe das unseren, das Geschichtliche vielleicht nicht so interessant ist, weil das, wie gesagt, auch in unserem Buch, das wir noch ein Buch erwerben will, ist das ausführlich behandelt. Und ich werde es jetzt einmal kurz streifen, und ich habe das eben quasi, bevor wir gedruckt haben, das quasi drinnen, das, das sind aber ganz schöne Fotos drinnen, damit man ungefähr einen Überblick hat. Die Strecke wurde am 17. August 1883 eröffnet, das heißt ein Tag vor Kaiser Geburtstag, und feiert also in diesem Sommer sein 130-jähriges Jubiläum. Die meisten werden wissen, es waren mehrere Projekte, ich glaube, es war ein Meterspurprojekt auch vorher vorgesehen, und es war natürlich auch vorgesehen, dass man die Strecke weiterbaut. Und vorher war in den Söhnen schon die Eröffnung der Grauschen Dampftramwaye nach Berchtesdorf, die 87 bis Mödling verlängert wurde, und der 21 ist dann elektrifiziert worden und ist der 360 geworden. Die Südbahngesellschaft hat quasi diese Strecke gebaut, als Sekundärbahn oder so, Anschlussbahn. Und es war eigentlich relativ erfolgreich. Es sind relativ, also immer wieder zwischen ziemlich viele Züge. Wir haben einige Fahrbahnen, einige Bahnhöfe, zwischen bis zu 20 Züge sogar manchmal durchfahren, in der besten Zeit. Das sind die Sachen, wo quasi das angekündigt wurde, wie die Betriebsaufnahme war. Ne? Da steht natürlich, dass man relativ hohe Steigungen auf der Strecke gibt. Die stärkste Steigung ist knapp vor dem Bahnhof Berchtesdorf, weil der Bahnhof dann relativ flach ist. Und relativ enge Radien, die in die Nähe von der Semmeringbahn gehen. Und sogar die größte Steigung ist sogar um ein Promille über der Semmeringbahn. Hier sehen wir dann einige historische Fotos von dem Bahnhof Liesing, der auch eigentlich soll er also gebaut worden sein, wie der letzte noch erhaltene Bahnhof Berchtesdorf. Das heißt, es waren mehrere, die Südbahngesellschaft hat eine eigene Fabrik gehabt in Bad Vöslau, wo sie diese Verzierungen gemacht haben, und sonst war das quasi die Fachwerkbauweise, die eigentlich bei uns nicht so verbreitet ist. Und das wurde aber quasi wie in einer Fabrik hergestellt. Das heißt, das war auf der ganzen Südbahnlinie dieselbe Architektur. Und der letzte, und das war dann auch so, dass dieser Bahnhof massiv gefährdet war, das war das eines der ersten Sachen des Vereines, dass wir da geschaut haben, dass dieser Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und das ist mittlerweile gelungen, auch mit Hilfe von Leuten aus Berchtesdorf. Und ich kann dazu mehr erzählen, aber im Prinzip war es so, dass zuerst die ÖBB schon vor 20 Jahren, oder mehr, es ist mindestens vor 25 Jahren, einmal einen Antrag gestellt hat, ob die überhaupt erhaltenswert sind. Und das wurde aber dann geschrieben, dass das nicht so ist. Und daraufhin sind dann fast alle verschwunden, bis auf den Berchtesdorfer Bahnhof. Daraufhin aber hat sich das massiv geändert, die Sichtweise. Und das hat dann ziemlich lang gebraucht, nur ist es für ein Denkmalamt ziemlich kurz. 20 Jahre ist für die relativ kurz. Deswegen war da, glaube ich, von ziemlich vielen Seiten war der Einfluss da, dass man diesen Bahnhof rettet. Und es wurde dann vor 2-3 Jahren jedenfalls unter Denkmalschutz gestellt worden. Die neueste Entwicklung ist ja dahinter. Also man hat bei der ÖBB-Infrastruktur versucht, dann das Gelände zu verwerten, weil das ist relativ groß dahinter. Und man hat einen Bewohner gehabt, der früher ÖBB-Angestellter war. Und den hat man dann sogar abgesiedelt, um quasi den Bahnhof schleifen zu können. Also das war schon so weit. Es wurde dann aber durch diese Denkmalschutzsache verhindert, und der Rewe-Konzern hat sich dann quasi dieses Baurecht gesichert. Die ÖBB verkauft jetzt keine Grundstücke mehr, sondern verpachtet sie auf so quasi 99 Jahre oder sowas. Und das Baurecht hat der Rewe-Konzern und hätte wollen dann einen Dänemarkt quasi bauen, und da waren schon die Verhandlungen mit den Anrainern, und das war alles schon ziemlich weit.
jetzt vor zwei, drei Wochen gehört, dass jetzt aus der Zentrale in Deutschland gekommen ist, dass er doch nicht gebaut wird. Und jetzt wissen wir nicht, weil eigentlich wäre der Rewe verpflichtet gewesen, zumindest äußerlich diesen Bahnhof, wo schon ziemlich einige Scheiben, die sieht man vielleicht, wie eingeschossen sind und desolat, zu erhalten, und zumindest äußerlich. Ja. Und die Gemeinde Dersdorf, wir sind natürlich immer wieder beim Bürgermeister oder bei den Bürgermeistern an der Strecke, der wäre natürlich interessiert, dass man zum Beispiel da auch andere Vereine aus Berchtesdorf da quasi diesen Bahnhof nutzen könnte als Vereinslokal, und wir hätten natürlich auch einen gewissen Vorteil, wenn man da gewisse Sachen einstellen könnte. Weg das. Also da sind wir, wir haben ein paar Sachen schon montiert, es war dann zum Beispiel im Bahnhof noch sehr schöne alte Fahrpreistafel, und wenn man weiß, dass der Personenverkehr 51 eingestellt wurde, dann weiß man ungefähr, wie lange die deutsche gestanden ist. Ne? Also man sieht jetzt hier den alten Bahnhof verbauen, und hier sieht man dann die Gleiskreuzung mit dem 360er, die bis 1967 noch in Betrieb war. Der 63er ist 1967 eingestellt worden, aber ich glaube, die Gleisverbindung war dann noch bis 1977 offen, weil es wurden noch immer Wagen überstellt. Quasi. Es hat im Leasinger Werk gegeben für Straßenbahn und Donnerwerke, glaube ich. Und die wurden dann quasi auf eigenen Drehgestellen quasi zu diesem Portalkran, den sieht man jetzt da in der Entwicklung, oder der kommt vielleicht noch, hingeführt und wurden dann dort abgehauen. Hier sieht man den alten Bahnhof Altmühle, da ist jetzt leider gar nichts mehr dran. Und da sieht man von oben rechts den alten Bahnhof noch von Kornleitl, aber den sehen wir jetzt noch öfter, wo quasi dann die Kutschen gewartet haben, weil auch vom Bahnhof war es eigentlich immer ein Stück über rein. Von heutzutage ist es überhaupt fast 200 Meter, die sind offen. Hier sieht man sogar eine Maschine, die hat lustigerweise drei Lichter, das ist mir jetzt erst aufgefallen, die hat eins und zwei seitliche Lichter, das ist noch nicht gesehen eigentlich. Also, hier ist ein Abend am Bahnhof Rottau, um 1925 gestellt mit einer Dramatisch-Stadtbahn-Lokomotiven, die in der Mitte dieses Verbindungsrohr gehabt haben, bei den Dampftürmen. Und wie schon das war dann die Kriegsschäden in Leasing. Hier sieht man den sehr schön, diesen Portalkran, der für diese Überstellungen genutzt wurde. Ne? Rechts. Da wurden auch die ersten Amerikaner, die Zischlerlos. Und daneben sieht man eigentlich, das ist aber nicht auf der Strecke bei uns, sondern gibt es kaum Fotos von dieser 2065, die quasi dann die Dampflokomotiven ablösen sollte. Aber offiziell wurde der Personenverkehr 1951 aufgrund von Kohlenmangels eingestellt. Das war ein schöner Bahnhof, jetzt ist dort eine Wiesenstraße, eine Grünstraße B13. Und hier sieht man mal, was da 1956 los war, wann mehr Skirennen war. Das heißt, glaube ich, 7 dieser langen Züge wurden da geführt. Und es war vor kurzem eine Diskussion, weil ich glaube, diese Wiener Volksabstimmung ist über Sommerspiele in Wien, und da hat dann der Schröcksnau ein Interview geführt im Standard und hat gemeint, eigentlich wäre es viel besser, wenn man olympische Winterspiele in Wien machen würde. Und hat gemeint, wo die Sprungschanzen stehen sollten, hat man den kein Leid geben. Ne? Und das sieht man also möglich, wäre das für unsere Bahn wäre es gar nicht so schlecht, wenn dort sowas wäre, weil dann könnte man mit einfachen Mitteln relativ viel Leute auf einmal hin transportieren. Ne? Und das wäre nicht so gut, das war alles schon da. Ne? Da sieht man, das war 56, da war die Strecke einfach bis mit kein Leid geben offen. Bis jetzt kann man nicht erfunden. Die Strecke hat dann nachher anscheinend nur, dann natürlich, so schaut es jetzt heute aus, ich kann nicht gehen, wo der Bahnhof war, da ist jetzt leider Wohnung, also lange sieht man noch hinten die letzten Reste vom Bahnhof, ne? Und da sind so Streckenteile, die schon verschwunden sind. Ne? Hier ist nochmal Rotonka, ja. Da sieht man, da hat sich damals bei der wie die Strecke gebaut worden ist, hat einer seinen Grund nur deswegen abgetreten, damit er neben dem Bahnhof Altmühle ist der Rau quasi eröffnen konnte. Das war also, früher haben sie die Leute gerissen, neben der Bahn quasi was zu bauen, damit die dann wirklich reinkommen.
Hier sehen wir jetzt den Grund, warum die Kölner Bahn weiter überlebt hat. Das war dann dieses riesige Zementwerk, das ja bis, ja, bis für, ich glaube, fürs, wie lange es war, so bis vor 10 Jahren ungefähr. 96. Ja, doch noch nicht. Also bis 96 ist nur Zement produziert worden und abgeführt. Später hat es dann mehrere quasi Übernahmen gegeben. Ich glaube, zuerst Lafarge und dann, wie hat das andere geheißen, der Holcim. Also es ist dann ein bisschen zersplittert, weil die Abfüllanlage gehört gar nicht mehr Holcim und das Werk und das ganze Gebiet gehört Lafarge, die haben das übernommen. Und zum Schluss wurde der Zement quasi in der Slowakei produziert. Dadurch, dass die Förderung gekriegt haben von der EU, wurde er dann quasi grenzüberschreitend geliefert, wurde aber dann hier von den LKWs abgeholt und weiter quasi verteilt. Also das war zum Schluss. Aber in den besten Zeiten natürlich waren hier sogar kleine eigene quasi Loks da vorhanden, die den Raschierdienst quasi übernommen haben. Und hier sieht man die, wo es quasi auf die LKW übergehen. Da ist sowas, wo quasi Zement gebrannt wird in solchen Riesenöfen, die wurden damit natürlich auch mit der Bahn angeliefert. Und wir haben ein Mitglied, das jetzt in München lebt, der uns, dessen Vater war Werkleiter und dessen Vater und er hat uns Fotos gegeben, die quasi von, weil er da quasi in einer Dienstwohnung früher nur dort gewohnt und gearbeitet hat. Ne? Das heißt, kurze Wege und der hat uns da sehr viele Fotos gegeben. Es wurden dann später nochmal viele Sonderfahrten veranstaltet. Das war eine Sonderbaue, die hat es dann einen Namen gegeben. Ich denke, richtig fahren. Richtig fahren. Gut, wir haben da jetzt einiges an. Zum Schluss waren dann immer diese 2067, die waren dann die Standardmaschinen, die quasi den Güterverkehr meistens gehabt haben. Zum Schluss sind dann die 2068 hergekommen. Da sind wir noch. Die Gleisgalze sind zwar noch 77, da war es noch in Betrieb, obwohl das letzte Stück war dann quasi besser, das ist nicht mehr gekommen. Und so schaut jetzt die jeweilige Szenerie beim Bahnhof Rottau aus. Das heißt, da ist nur das eine Gleis mit den Schranken, der noch immer handbedient ist, wo es in Österreich immer zwei Leute gibt, die das bedienen dürfen. Und eine Zeit lang haben sie auch, glaube ich, von der DDR so einen Wachdienst gehabt. Und da sind nicht so ein kleiner war, die extra ausgebildet waren. Und deswegen billiger waren es die eigenen Leute. Also man sieht, es hat vielleicht einige Unfälle gegeben, die Leute waren eben aufgrund des Gefälles. Ist natürlich an der Wagon, wenn man nicht gesichert ist oder entrollt, sehr gefährlich, weil der dann eine große Geschwindigkeit bekommt. Und wie der Bahnhof Rottau ist auch durch da hat einer keine Bremsprobe gemacht. Und dadurch ist die gerade eine Kurve dieser Rottauer Bahnhof, da ist dann die Wagon entgleist. Und so richtig in den Bahnhof rein und hat drei Tote gegeben. Es ist aber auch so gewesen, dass der bis zum Rottau, also bis Leasing sogar manchmal die Wagonen entrollt sind. Da gibt es auch ein Foto, wo im Leasingbach zwei Autos drinnen stehen und so ein Wagon sogar drüber liegt. Also in Rottau ist es sehr viel abgespült. Erzessow hat lange Zeit auch noch als zweite Kreis gehabt. Das ist aber jetzt auch mittlerweile Geschichte. Und das vor 10 Jahren oder so. Da kommen wir dann schon in den früheren, in den Zeit, wo quasi immer wieder Sonderfahrten durch die ORG und immer wieder der Fahrer zum Beispiel, wir sind vor allem immer sehr Eisenbahnfreund, also es wurden dann immer wieder Sonderfahrten veranstaltet. Mit Leiterbildung, die kaum mehr vorhanden ist, glaube ich. Spannkandidatur von Mühe. Der ist leider, der ist beim VF, in Schwächertstädte, den habe ich schon gesehen. Ist aber, glaube ich, auch, wir haben mal gefragt, ob wir vorher nicht haben. Schwierig. Dann haben sie, ja, da gibt es auch noch diese Leitinger Loks. Es wurde dann, Anfang 2000 hat dann die Wiener Lokalbahn das Ganze übernommen. Und die haben dann manchmal andere Loks eingesetzt. Ne? Das heißt, das sind also. Deswegen war der Druck dann groß, weil die Gleise sehr schlecht benannt waren, dass wie die ÖBB das dann wieder zurück übernommen haben, dass sie die Gleislage wieder sanieren. Und dann wurde quasi zwischen 2007 und 2008 die Strecke relativ großzügig sehen wir sie schon, wieder in Stand gesetzt. Das heißt, die haben da einige
Wirtschaft total eingegangen und das hat sich natürlich auf die Strecke auch ausgewirkt. Das heißt, zum Schluss waren nur mehr zwei Leute in der Auffüllanlage beschäftigt. Das heißt, die ganze Investition ist eigentlich auf Boden gegangen, muss man leider sagen. Was man natürlich auch nicht voraussehen konnte damals in dieser Zeit. Und wir haben uns natürlich schon gefreut, weil das ist natürlich kein schlechtes Zeichen, wenn die Strecke saniert ist. Aber es war dann nur bis 2010 ungefähr ein bisschen ein Verkehr. Und dann war es ziemlich ruhig. Wir haben uns 2007 dann gegründet und wollten natürlich irgendwie erreichen, dass diese Strecke wieder einen normalen Personenverkehr also bekommen könnte. Und wir haben dann selber lang gespart, weil nachdem die Erlebnisbahn umstrukturiert wurde, waren die Sonderfahrten jedenfalls wesentlich teurer als vor mittlerweile 5 Jahren eher. Da sind andere Leute zugutekommen. Es wurde ja sehr eingespart und die Sonderfahrten, die man mit einem Dieselzug gehabt hat, sind bis ums Dreifache gestiegen. Das heißt, wenn die früher um ein 1000er, 1300 gekostet haben, sind die auf 3300, 3400 gestiegen. Und das Geld muss man zuerst einmal zusammensparen. Und wenn du nicht fährst, wie ist das Verein, da kriegst du auch keine Mitglieder, also du bist nicht präsent in dem Sinn. Und wir wollten auch eine Studie quasi anzahlen, damit man etwas hat, dass man sagen kann, ja, das stimmt ja eigentlich immer wirklich vorne drauf. Ne? Das ist ja schade, dass man das nicht macht. Das sind schon die letzten Sonderfahrten, die wir jetzt gleich überleiten zu den. Also da habe ich meinen Vortrag gehalten, also wir haben sehr viel, ich bin dann auch zur Agenda, in Wiesing hat es eine Agenda kurz gegeben, weil was man noch dazu ist, kann man jetzt dazu sagen, ist das eines der Probleme, die jetzt brennend sind, ist nicht nur, dass in Rokan jeden Tag ein Stau ist, sondern dass sich das wahrscheinlich verschärfen, weil am Gelände ist eine Zementfabrik und die erstreckt sich über Niederösterreich nach Wien, weil die Tirol-Wiesing ist quasi die Grenze. Das heißt, auf der Wiener Seite wird das ehemalige Zementwerk geschliffen zurzeit und es sollen dort 450 Wohneinheiten hinkommen. Und diese Straße mündet dann in diese Straße, diese neue ausgebaute, die dann in die Hochstraße mündet. Und dort gibt es dann, nachdem diese Straße einmündet, kaum dass diese Straße einmündet, noch 100 Meter wieder eine Kreuzung, die Ampel geregelt ist und die Ketzergasse mit Wien. Das heißt, alle, die als Bertis auf nach Mauer wollen, müssen durchfahren und alle, die von quasi von Kornleitkamp kommen und nach Wien wollen, müssen auch durch dieses Nadelwehr durch. Und deshalb wurde, glaube ich, jetzt vor kurzem jetzt eine Studie in Auftrag gegeben des Fors. Und ich habe aber damals einfach nur für uns eine Präsentation gemacht, nur was man eigentlich machen könnte und warum es jetzt eigentlich ging. Das ist aber ein bisschen später schon. Da hat es noch nie so viele Fotos gegeben. Das war Fotos von Jan, ja. Das heißt, wir haben jetzt etwas. Das ist einmal ungefähr die Strecke, wie sie es jetzt darstellt. Und da sind schon ein paar Sachen aufgelistet, wie man zum Beispiel fahren könnte oder nicht fahren könnte. Und gut, also hier haben wir das, was sieht, wie das in Leasing ungefähr ausschaut. Man kann in Leasing nur im ersten und zweiten Gleis einfahren, also ein Einzelgleis, das ist mittlerweile jetzt das Gegenverkehrsgleis, quasi für die Wiener Neustadt. Damals lange Zeit war es einfacher. Hier sehen wir die A2, also diese Schienenverbindung, die quasi vom jetzigen Hauptgleis hinübergeht. Und in Leasing sind noch zwei Stutzgleise, quasi, wo man auch rein kann. Das ist jetzt dann schon quasi die Grenze von Wien und Niederösterreich, das ist die Ketzergasse. Die hat eine eigene Brücke und wir sehen, dass dort noch der Fahrrad über die Strecke gespannt ist und das werden dort manchmal Schneebahnen abgestürzt oder beim Bauarbeiten waren oder irgendwas. Das ist jetzt schon Bersersdorf, da geht es jetzt quasi entlang der Lehgasse. Das ist ein Sonderzug, den der Fahrer von Kornleitkamp einmal veranstaltet hat, der immer einmal im Jahr umfährt, meistens in so einem Gebiet, wo zu einer Wallfahrtskirche oder irgendein. Veranstaltung, wo es dann auch
nach wie vor die Strecke der Innergasse überquert. Wir haben eine Lichtsignalanlage, die auch noch funktioniert sogar. Also man könnte hier theoretisch, falls man so straßenbahnartig fahren würde, hier auch eine Station machen, weil gleich jetzt daneben sind Bauten und da ist ein ganz gutes Einzugsgebiet. Hier ist jetzt quasi der alte Bahnhof von Berchtesgaden, wo früher sieht man unter Schotter, links war da das zweite Gleis noch. Hier habe ich quasi die Ansicht von, quasi wo es zwischen Bahnhof und Berchtesgaden von der Tau geht, von der so schönen Rheinhügel runter, wo auch einmal im Jahr machen die Rheinhaut oder so quasi den ersten Sturm verkostet und wir haben jetzt da in der weißen Zug, weil das ergibt sich ganz gut, dass es am selben Tag der Tau-Mittag ist und das ist immer gut, wenn man quasi in der Attraktion dort rumfahren kann. Und der Sturm war auch lief. Der Schluss ist nicht weiß. Das war quasi nur 20 Jahre, kann ich nicht immer fahren. Und hier sieht man, manche haben das Carillium Karlsburg, manche haben im Jahr Fahrt gemacht. Da ist im Dritte der Jahr der Fahrer von Köln Leitgeben als Regierungslehrer und es gibt einen, der manchmal, da sind wir nach Wieselburg gefahren, in so einer Fabrik, die zeigt, wie Brot backen wird und wie Zeit. Also die haben da manchmal so das eingeplant und da waren wahnsinnig viele Kinder, da war ein riesiges, schönes Verkehrschaos, wie die ausgestiegen sind. Aber und alle Eltern wollen die Kinder in ein Auto abholen. Und dann ist kaum ein Parkplatz. Und hier sind wir jetzt da wieder auf der Strecke zwischen den zwei, da gibt es jetzt zwei Parkplätze, eine sind direkt bei der Station in Radom oder bei der ehemaligen Station Radom. Und so quasi 150 Meter später ist einer, der die quasi zur Sonnbergstraße, die es dort führt. Und der von dem anderen, quasi von dem Posten in Radom bedient wird. Dazwischen wechselt die Bahn kurz wieder bei die Landesgrenze. Das heißt, wir sind jetzt wieder in Niederösterreich. Das ist quasi das ist sehr schön, wie die Strecke erneuert wurde schon und da hinten an dem Umbauzug, den Schienenumbauzug. Das ist teilweise an der Betonschwellen und neueste Sachen drinnen. Es ist quasi von quasi fast vor Bersdorf 1,5 herum bis knapp vor Köln-Leitgeben, also bis vor Waldmühle. Also das letzte Stück ist alles saniert, aber dazwischen ist voll saniert und größtenteils sogar mit Betonschwellen. Das war die ehemalige Station Waldmühle, da ist der Steinbruch daneben.